Hallo, heute möchten wir dir zeigen, wie du den Kopf richtig anhebst. Wir hören ganz viel in unseren Pilates-Stunden bei den Übungen, bei den Bauchübungen, in denen in der Rückenlage der Kopf angehoben wird, hören wir Beschwerden darüber, dass es im Nacken wehtut. Oh, ich kann das nicht, wie auch immer. Und häufig ist es nur eine falsche Technik, die wir dabei benutzen. Mit mir hier ist heute Celine und die liegt schon bereit. Celine, stell mal bitte deine Füße auf. Oft nimmt das schon ein bisschen Stress aus dem Nacken. Einfach dadurch, dass man die Füße aufstellt, nimmt es etwas Spannung aus der hinteren Kette. Und Celine macht es jetzt mal. Celine ist ausgebildete Pilateslehrerin und kann natürlich ihren Kopf anheben, aber macht es jetzt einmal falsch, indem ich sie einfach sage, heb deinen Kopf an. Genau. Passiert Folgendes und man sieht, hier die Muskulatur kommt raus und dann leg dich wieder ab. Ich will dich nicht ursprünglich unnötig da drin verweilen lassen. Wenn du den Kopf anhebst und in diese Richtung guckst, arbeitet sehr viel hier dieser Muskel, der Steinocleidomastoideus, und der wird sehr, sehr, sehr angespannt. Das willst du vermeiden, weil wir wollen ja den Bauch trainieren. Weil wir wollen natürlich den Stress im Hals vermeiden, da wir uns ja auf die Bauchmuskulatur konzentrieren können. Und das passiert folgendermaßen, indem du das Kinn jetzt etwas nach unten ziehst und komm nochmal wieder in neutral. Das war jetzt sehr, sehr schön. Die meisten sagen, wenn man sagt, Kinn zum Kehlkopf ziehen oder Kinn zur Brust ziehen, was einmal falsch, ziehen zu viel Kinn zu. Genau. Und das ist natürlich wieder ein Stress, den wir auch nicht wollen. Also es ist ein ganz leichtes Kopfnicken. Mach das ruhig nochmal. Das Gefühl, ich verlängere meinen Nacken. Mhm.